So, da wollen wir hin. Wunder, dass die Fackel das mitmacht. Ja, ich denke, da zum Tor möchte ich hin. Meine Güte, ist das dunkel. Oh, ich glaube, der Eingang ist dort. Ja. Den ganzen Weg wieder zurück. Oh Gott, es ist so weit. Muss ich hier lang? Jawohl, und dann links halten beim Badehaus vorbei. Ein Badehaus sorgt für Hygiene. Essen. Hier hoch. Mich dünkt, das ist korrekt. Ich bin viel zu früh. Himmels Willen, ich bin aus Skalitz und erflehe nicht mehr als einen Kantenbrot oder einen Groschen, was immer ihr habt. Ich hab nicht mal selber einen Groschen. Überhakt ihr das Leben in Ratei? Es wäre gut, wenn wir nicht in Hütten schlafen und betteln müssten. Und ständig sitzt uns der Vogt im Nacken, der bankert. Aber was hilft's? Wir können sonst nirgendwo hin. Weißt du, was wirklich geschehen ist? Was weiß ich. Die Herren gehen sich gegenseitig an die Gurgel und wir müssen's ausbaden. Wie immer. Die waren wohl hinter den Silberminen her, was? Ein Kantenbrot. Geh. Geh weg. Lass mich um. Hau ab!
vielleicht eine Stunde warten? Oder wann stehen die? Das faule Pack auf! Das gibt's ja gar nicht! Steht auf, Gesindel! Gelobt sei Jesus Christus. Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Der junge Herr Hans ist der Burggraf und Herr Hanusch sein Vormund, bis er mündig ist. Das ist kein Tag, auf den ich mich freue. Wie ist das Leben in Rathei? Das Leben ist gut. Gott hat gefügt, dass der Krieg uns bisher verschont. Abgesehen von den Flüchtlingen ist es friedlich hier. Wie kommen die Rathaier mit den Flüchtlingen aus? Ich weiß, sie können nirgendwo hin. Skalitz ist nur noch Asche und das Umland ist nicht sicher. Aber sie sind schon zu lange hier. Manche von ihnen stehlen und nicht einer weiß die Opfer zu schätzen, die wir für sie erbracht haben. Hast du irgendetwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Komm mir nicht mit diesem Geschmeiß daher. Ein Waffenknecht in der Schenke sagte, dass die Barbaren Menschen pfählen und Weiber schänden. Nichts ist denen heilig. Dreckiges Heidenpack. Die Flüchtlinge haben ein gutes Leben, ne? Nur am Pennen hier, ey. Das gute Leben. So, gucken wir mal, wer hier schon am Stissen ist. Ein Waffenschmied. Nein, der pennt auch noch. Mal einen Wächter anhauen. Wer bist du und wohin willst du? Heinrich, der Sohn des Skalitzer Schmieds. Ich möchte zu meinem Lehnsherrn, Ratzig Kobilla von Dwoditz. Sicher. Und ich bin der Papst. Was willst du von seiner Lordschaft? Und wieso glaubst du, dass er dich empfängt? Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber ich weiß, was Ehre und Pflicht bedeuten. Und meine Pflicht ist es, ihm zu sagen, was mit seinem Schwert geschah. Also gut, geh schon. Aber gib nicht mir die Schuld, wenn Herr Ratzig dir das Fell gab. Oh, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass der direkt so kooperativ ist. Ein Rüstschmied haben wir hier. Ja gut, es ist ja sowieso alles noch ein tapferes Schneiderlein. Kleidung ist natürlich, ja. Gemessbaren Werkzeug gerät. Nur einer ist schon wach, der Gemischtwarenhändler. Beste Grüße. Wir merken. Beste Grüße. Braune Steppjacke. Wenn man hier gleich die Anprobe hat. Eine Forelle. Gewöhnlich geteerte Jacke. Milan. Gelobt sei Jesus Christus. Bist du der Kerl, der um Geld kämpft? Was geht dich das an? Ich bin aus Skalitz und würde gern mein Glück gegen dich versuchen. Warte mal, ich kenne dich doch. Aber ich kämpfe nur um Silber, kapiert?
Wieso um Silber? Muss ich dir das wirklich erklären? Schau dich an und dann die anderen. Alles, was die setzen können, ist ihre Arbeitskraft. Aber du hast Silber. Gibt es Regeln? Ja, ein paar. Aber wer auf seinem Arsch landet oder abhaut, verliert. Und keine Messer, Äxte oder ähnlichen Scheiß. Dann ist dein Einsatz weg, kapiert? Was darf's sein? Ja gut, das muss ich mir jetzt noch nicht geben. Bin ja so ein guter Faustkämpfer, ey. Oh, hier ist eine Händlerin. Was hat die Schönes? Gott behüte. Nichts. Okay. Das erste Haus direkt habe ich nicht aufgedeckt. Wenn du deine Klingen scharf halten und dir Reparatursets sparen willst, kannst du Schleifsteine zum Schärfen nutzen, wie du sie bei jeder Schmiede vorfindest. Nähere dich einem Schleifstein, beginne den Format X und wähle diese geschärfte Waffe aus der Liste aus. Die Waffe muss entlang der ganzen Schneide geschärft werden. Mit R wählst du die gewünschte Stelle aus. Du musst die Klinge im korrekten Winkel zum Schleifstein halten. Ist der Winkel zu flach, wird die Schneide nicht geschärft. Ist der Winkel zu steil, machst du die Schneide stumpf. Mit L2 hältst du den Schleifstein in Bewegung. Außerdem musst du mit R2 den richtigen Druck ausüben, um die Klinge zu schärfen. Korrektes Schärfen erkennst du an fliegenden Funken. Quillt jedoch schwarzer Rauch hervor, beschädigst du sie gerade. Eine gut geschärfte Klinge ist glatt und glänzt. L2 in Bewegung halten, rechts, links, ganze Schneide, Winkel und Druck. Ah. Huch. Ist glatt und glänzt. Ja. Das muss ich mir nochmal genau. So macht er das denn nicht?
Wahrscheinlich ist die schon scharf genug. Kann man ja mal machen. Ich probiere es mal mit dem Schwert aus. Das ich nicht mehr dabei habe, richtig? Nee, doch, war ja richtig. So, jetzt ist da oben noch bei der Kapelle oder Kathedrale, Kirche, was auch immer. Löckchen. Heinrich, was machst du hier? Ich dachte, du wärst tot. Ach, lange Geschichte. Aber was ist mit dir? Wie bist du aus Garlitz entkommen? Das glaubst du nie. Ein himmelzerreißender Sturm ist nächtens aufgezogen und Sigismunds Heiden rannten in ihr Lager. Die hätten im Traum nicht gedacht, dass Herr Ratzig den Sturm für unsere Flucht nutzt. Das ganze Dorf konnte mir nichts, dir nichts entkommen. Und am Morgen fanden diese Hundsvierte nur eine leere Burg mit einer alten Ziege drin vor. Wie gern hätte ich ihre Gesichter gesehen. Ich auch. Ihr habt ihr richtig an der Nase herumgeführt. Ah, die hat Nahrung. In großen Mengen, gut. Genau, das wird der Rüstschmied sein. Da ist das tapfere Schneiderlein. Ein Schreiber. Oh, ein Alchemist wahrscheinlich. Nice. Apotheke. Kirche haben wir auch gefunden. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Weißt du, was wirklich geschehen ist? Sigismund ist wohl mit den tschechischen Herren im Krieg und hat den König entführt. Und unser Herr hält's mit Wenzel. Wie behagt dir das Leben in Rathei? Diese Rathaier, da würden uns am liebsten fortjagen. Geben uns keine Arbeit und betteln lassen sie uns auch nicht. Was sollen wir denn tun? Vermaledeiter Krieg. Ich kann sagen, die Kirche müsste ja immer offen sein. Wie behagt dir das Leben in Rathei? Es wäre gut, wenn wir nicht in Hütten schlafen und betteln müssten. Und ständig sitzt uns der Vogt im Nacken, der bankert. Aber was hilft's? Wir können sonst nirgendwo hin. Verstorbenen mögen durch die Barmherzigkeit Gottes in Frieden. Das haben sie ganz schön gemacht. Was für ein Nest. Der Fleischer. Oh, das ist nett.
Das ist schon mal gut. Aber da kann ich ja jetzt noch nichts holen, weil... Was hat das zu bedeuten? Ach, der Metzger. Kann man mit dem handeln? Gott oder sei wie? Mit dir. Wir kümmern uns, glaube ich, noch ums Grobe. Grobe Fleischwurst, was? Krämer, Händler. Bäcker. Kneipe? Schwerfällig und behäbig. Die vermaledeite Maid. Was? Was haben wir denn da oben noch Schönes? Jäger! Gelobt sei Jesus Christus. Okay. Ich wäre gerne ein besserer Jäger. Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. 60 Groschen, bitte. Vielleicht ein anderes Mal. Halber Hausstand. So, aber gegen wen kann man hier kämpfen? Gegen niemanden, ne? Ach, kämpfen ist wahrscheinlich richtig scheiße zu skillen.
Schmiedelehrling. Glück und Gesundheit. Ist das dein Ernst? Der Schmied. Guten Tag. Schlachtross, Hufeisen, Gedöns. Ist das dein Ernst? Cornelius. Beste Grüße. Wie behagt dir das Leben in Rathai? Es wäre gut, wenn wir nicht in Hütten schlafen und betteln müssten. Ja, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Über den alten Bankert. Großen Schuh. Ach, ich habe ja eh kein Geld. Ist also egal. Schenke. Gott sei mit dir. Du bist Stefan, nicht wahr? Milan kämpft erst gegen mich, wenn ich dich schlage. Ach ja? Und warum willst du? Ach, egal. Ich kämpf gegen dich, wenn du zahlst. Was sagst du? Na, vergiss es. Das ist Beschiss. Naja gut, dann mal eben aufdecken, was da noch ist. Dann werde ich mal die Schnellreise zurückprobieren. Ah, hier ist so ein Kampfplatz. Okay. Hier ist aber auch nichts los. Ist überhaupt gar nichts los. Sehr seltsam. Ohne Scheiß, so geht die Schnellreise. Das ist ja witzig gemacht. So, dann gehen wir mal zu Herrn Ratzek. In der Hoffnung, dass ich Einlass bekomme. Stimmt, wenn das nicht der Sohn des Schmieds ist. Oh, Potzblitz, er ist's wirklich. Was machst du hier? Wir haben geglaubt, mit dir wär's aus. Banditen überfielen mich in Scarlets. Und warum bist du zurückgegangen? Wen außer Halsabschneidern und Strauchdieben hast du erwartet? Ich wollte meine Eltern begraben. Oh, verstehe. Dein Vater kämpfte wie ein Löwe. Mein Beileid. Er hat mein Leben gerettet. Nicht nur deins. Er war ein guter Mann. Und du hast recht getan, ihn zu begraben. Aber das habe ich nicht. Ich konnte ihn weder retten noch beerdigen. Was hättest du in Scarlets schon tun können? Hättest du gekämpft, wärt ihr jetzt beide tot. Er hat sein Leben für dich gegeben, Heinrich. Also mach lieber was draus. Stimmt. Was genau tust du hier eigentlich? Ich muss Herrn Ratzig sprechen. Ist er da? Er ist in der Burg mit Herrn Hanusch von Rathai. Sie essen in der Ritterhalle. Was willst du von ihm?
Mein Vater schmiedete ihm ein Schwert. Er bat mich, es Herrn Ratzig zu bringen. Ich sehe kein Schwert. Banditen überfielen mich und stahlen es. Ich muss seiner Lordschaft sagen, was passiert ist. Und dann werde ich es wiederfinden. Sicher wirst du das, Heinrich. Viel Glück. Danke. Das ist ein schönes Pferd. Ich muss bestimmt hier hoch. Ich bin zu dick. Oh. Hilfe! Oh. Treppe des Todes! Ich komme nicht weiter. Was ist das für eine unsichtbare Mauer? Gnaden, ich sage euch allen Ernstes, unser Land steckt in der Scheiße. Tief in der Scheiße. Denkst du nicht auch? Ich hätte es wohl nicht so eloquent formuliert, Hanusch. Doch da man mich aus meiner eigenen Burg vertrieb, bin ich geneigt zuzustimmen. Nun denn, Burg Pirkstein ist dein, solange du ihrer bedarfst. Für dich und deine Männer ist in Rathei genug Platz. Und ich bin sicher, mein Mündel hat keine Einwände, dass ich dir seine Burg leihe, oder nicht? Es ist eine Ehre. Pirkstein steht dir zur Verfügung, solange du wünschst. Und ihr habt ja auch noch weitere Burgen, nicht wahr? Jedenfalls bin ich euch beiden zutiefst verbunden, Herr Hans und Herr Hanusch. Ich rede wirklich ungern schlecht über deine Leute, Herr Ratzig, aber... Nun, die Städte und Flüchtlinge haben nichts füreinander übrig. Es ist von Übergriffen die Rede. Sie werden sich damit abfinden müssen, bis sich die Lage normalisiert. Aber wann wird es enden? Und worum in Gottes Namen geht es bei diesem Krieg? Ich sage es ungern, aber ich verstehe es nicht. Nicht nur für dich, Pater. Ich denke, Sigismund hatte ursprünglich vor, Wenzel zu überreden, die Kaiserkrone anzunehmen und ihm Böhmen zu überlassen. Kein Wunder. Ich weiß, Wenzel ist dein Freund, aber du musst zugeben, er hat dieses Unheil selbst über sich gebracht. Gewiss hat der König seine Pflichten verabsäumt und die Ordnung im Land muss wiederhergestellt werden. Aber die Herren, die sich Sigismund anschlossen, konnten sich wohl kaum vorstellen, was ungarische Ordnung bedeutet. Ungarische Ordnung? Mich beunruhigt, Herr, wie ein guter Christ auf solche Brutalität zurückgreifen kann. Vermutlich hatte er nicht gedacht, dass der Adel hinter dem König stehen würde. Aber dank ihm reißen wir uns gegenseitig in Stücke und er muss nun für Ordnung sorgen. Aber warum in Gottes Namen muss er sich dieser Barbaren bedienen? Geld ist die Wurzel allen Übels, junger Herr. Kriege kosten. Und dieser hier dauert schon ein Jahr. Sigismund ging die Münzen aus. Da er keine Ritter zahlen konnte, rekrutierte er diese Hurensöhne. Und je weniger er zahlt... desto mehr plündern sie. Deshalb griff er uns an. Er wollte unser Silber. Was willst du? Hier hast du nichts zu suchen. Verschwinde! Warte, das ist Heinrich. Heinrich, der verschwand, obwohl ich ihn ausdrücklich anwies, in Thalmberg zu bleiben. Tut mir leid, Herr, aber ich musste meine Eltern begraben. Musstest? Denkst du, du bist der Einzige, der jemanden verlor? Aber die anderen gehorchten ihrem Herrn. Und du hast nicht nur beinahe dein Leben vergeudet. Herr Robert und seine Männer riskierten ihres, um dich zu retten. Das musste sein, verzeiht. Ha, da hast du's. Was sein muss, muss sein, Ratzig. Dein Vater war ein bemerkenswerter Mensch. Und deine Mutter? Sie war es ebenfalls. Sie verdienen ein christliches Begräbnis. Gelang es dir? Nein. Räuber überfielen mich. Ich wäre nicht hier, wenn dieses Mädchen nicht gewesen wäre. Mädchen? Die Müllerstochter, Theresa.
die Müllers Tochter rettete dich vor den Schurken? Das ist mal eine gute Geschichte. Ich verdanke ihr mein Leben. Sie lenkte sie ab und brachte mich nach Atai. Aber ohne Herrn Robert wären wir beide tot. Das nenne ich ein anständiges Weib. Halt gut an ihr fest. Trotzdem, eine Schande, dass deine Eltern in ungeweihtem Boden bestattet wurden. Das bedeutet das Fegefeuer für sie. Schweig, Mönch. Ich hab dich nicht geladen, damit du hier alles verschlingst und dabei auch noch Predigten hältst. Wenn du so besorgt bist, Pater, solltest du dich selbst um die Rettung der Seelen dieser ehrbaren Christen bemühen. Reise nach Skalitz und weihe ihre Gräber. Ich versichere dir, solltest du von Banditen getötet werden, wird deine Seele in den Himmel auffahren. Vorausgesetzt, jemand beerdigt dich in geweihtem Boden. Wenn denn etwas übrig bliebe. Aasfresser stürzten sich gewiss auf so einen Happen und hinterließen nichts als Knochen. Und ein Skelett gleicht dem anderen. Wie also sollten wir denn gottgewollte Gebeine von Sigismunds Tartaren unterscheiden, meine Herren? Sei es, wie es sei. Weshalb bist du hier? Ich hole dein Schwert zurück. Schwert? Mein Schwert hängt hier an meinem Gürtel. Nein, das Schwert, das mein Vater für dich schmiedete. Einer der Banditen stahl es mir. Sie bringen ihn fast um und er will schon zurück. Kommt wohl nach seinem Vater. Junge, ich verlor eine Burg, ein Dorf, die Silberminen und die Hälfte meiner Untertanen. Was sollte mich ein Schwert kümmern? Weil es das Letzte ist, das mein Vater schmiedete und ich ihm versprach, es dir zu überbringen. Ich verstehe. Ich würde es genauso sehen. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und ein Toter hält keine Versprechen. Richtig. Ein Weib musste sein Fell retten und jetzt dürstet es ihm nach Rache. Was für ein Narr bist du, Junge? Er ist kein Narr. Heinrich, du hast Mut. Aber du benötigst Übung, Waffen, ein Pferd. Oder willst du dich beim Würfelspiel rächen? Nein, Herr. Bitte nimm mich in deine Dienste und gib mir die Chance, all das zu erlernen. Eine Unverfrorenheit! Flieht feige vor dem Feind, missachtet Befehle, überlistet Herrn Divisch, verliert dein Schwert, bringt Herrn Robert in Gefahr und nun will er eine Beförderung? Herr Capon hat recht. All das ist wahr, Herr. Nur feige ist er sicher nicht. Du wärst auch weggerannt. Glaub mir. Er muss gemaßregelt werden. Aber wie bestraft man jemanden, der alles verloren hat? Hm? Mut und blinder Gehorsam zeichnen einen guten Knecht aus. Aber ein weiser Mann weiß auch Loyalität, Beharrlichkeit und Willenskraft zu schätzen. Das Schwert war von feinster Handwerkskunst. Wenn es ihm gelänge, es zurückzuholen, wäre ich nicht abgeneigt. Mein Herr, er ist ein Bauer. Du kannst aus ihm keinen Knappen machen. Warum nicht? Man macht auch aus Schweinen Pfarrer. Heinrich ist kein Bauer, Pater, sondern Schmied. Und die neuen Umstände erfordern seine Fähigkeiten. Du möchtest also in meinen Dienst treten? Herr, ja, möchte ich. Du wirst es nicht bereuen. Oh doch, das werde ich wohl. Ich tue das für deinen Vater. Enttäusche mich nicht. Oh, wie es scheint, ist dir das Glück heute doch noch hold, Junge. Mach's Beste draus. Wenn ich darüber nachdenke, Herr Hanusch, der Junge braucht Erfahrung und du benötigst einen Speerträger, richtig? Das ist wahr. Der Vogt beschwert sich ständig, Schwierigkeiten mit deinen Leuten zu haben. Einer der ihren unter den Wachen wäre hilfreich. Womöglich. In jedem Fall wäre es eine wertvolle Erfahrung. Doch eines steht fest. Du wirst ihn bezahlen. Hauptmann Bernhard, bilde ihn aus. Und schicke ihn dann zum Vogt. Ja, Herr. Und schone ihn nicht. Verlass dich darauf, Herr. Hast du gehört, Heinrich? Enttäusche mich nicht. Werde ich nicht. Puh, nice. Nächstes Mal geht's weiter.